Hallo, herzlich willkommen zu einem The Legend of Zelda, Majora's Mask Let's Play. Von mir schon mehr das letzte Mal. Habe ich gesagt, dass ich Gurt nochmal besiegen werde und in die Vergangenheit zurückgehe. Und dieses Mal werden wir was ganz Cooles machen. Und zwar sieht unser Schwert ein bisschen langweilig aus. Das verändern wir mal ein bisschen. Hey du. Hey, da ist immer noch die Ente. Egal. Hey du. Go, 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 go. Oh, ein Kunde. Gabora, bring unserem Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. So, lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Also gut, es kostet 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über Nacht hier lassen. Vergiss nicht, dass dein Schwert nach 100 Streichen wieder stumpft und somit seine neu gewonnene Schärfe verliert. Möchtest du dein Schwert für 100 Rubine schärfen lassen? Natürlich, das will ich. Danke für deinen Besuch. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Komm morgen früh zurück. Go, go, go. Ich glaube, der Akzent ist zwischendrin irgendwie schweizerisch geworden. So. Ja, jetzt haben wir kein Schwert. Verdammt, was machen wir jetzt? Die Antwort ist ganz einfach. Wir gehen zu den Goronen und... Ist da immer noch eine Kiste? Die habe ich doch geöffnet. Ich sehe eine Kiste. Da angeblich. Ist die schon wieder zu? Kann man die öfters öffnen? Kiste. Ich glaube, die ist... Aha! Hast du gesehen? Rote Rubin! Wie es aussieht, kann man die öfters holen. So könnte man eigentlich ganz leicht und endlich Geld farmen, indem man immer Kisten sucht. Aber egal, wir wollen was ganz anderes machen. Und zwar gehen jetzt in Richtung... Ups. Goronengedöns. Huch. So. Und zwar wäre es ja ziemlich langweilig, wenn wir einfach nur... Wenn wir einfach nur dieses doofe Goronteil... dieses doofe Schwert für nur 100 Streiche hätten, nur 100 Schläge. Wir machen da etwas Cooleres und da gibt diese widerliche Biene. Ich hasse Bienen, so. Und zwar müssen wir dafür eine kleine Mini-Quest-Reihe machen, sag ich mal. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Auch wenn das schlechtere Schwert besser aussieht. Ja, Goronendorf, wer sagt's denn? Bam, bam, ba-ba-da-da-da. Ba-ba-ba-ba-ba. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. So, oh. Der böse Gegner hat uns so tolle Musik weggemacht. So, wir können hier jetzt auch sehen. Sieht ein bisschen anders aus. Huh. Wenn wir jetzt noch die richtigen Sachen hätten, könnten wir dann noch eine coole Orte hier im Wasser. Aber das haben wir leider noch nicht. Huh. Schon wieder, hey. Boah, die können sich aber schnell verwandeln. Davor war es Schneewölfe, jetzt sind es komische andere Wölfe. Widerlich. So, jetzt haben wir was ganz anderes zu tun. Und zwar gab es hier mal einen Eingang. Ups, zu... ja, wir werden gleich sehen, wozu. Aber der war zugefroren und jetzt können wir hier... Oh, sehen, er ist nicht mehr eingefroren. Oh mein Gott! So, wir können ja mal lesen. Hey, du Schild. Pulverfassladen. Oh, ein Pulverfassladen. Holen wir uns ein Pulverfass. Ey, hä? Was machst du da? Okay, wahrscheinlich wäre das jetzt super nützlich gewesen. Egal. Hey du, weißt du was? Wir reden wie ein Mann mit ihm. Achso, wie ein Gerone. Huch, wir können gar nicht weiterlaufen. Was soll das unsichtbare Wände? Ich frag mich, ob man da was sehen könnte. Das wäre lustig. Nee, langweilig. Egal, reden wir mal mit ihm. Ich verkaufe Pulverfässer. Das bekannteste Produkt der Geronen. Brauchst du ein Pulverfass? Sie explodieren mit lautem Knall und sind sehr gefährlich. Bevor ich dich nicht einer Prüfung unterzogen habe, darf ich dir keines übergeben. Natürlich wollen wir es versuchen. Schaffst du es, den Felsen, der den Eingang zur Rennstrecke versperrt, mit einem Pulverfass zu zerstören, hast du meine Prüfung bestanden. Also soll ich deine Arbeit machen, weil du zu voll bist. Oh, oh mein Gott! Hier, ihr könnt schon sehen. Beginnt das Pulver was schneller zu ticken, bedeutet das, dass es in Kürze explodiert wird. Versuche den Felsen, der den Eingang zu retten, zu sprechen. Ja, hör auf mit mir zu reden, es explodiert auch bald. Halte Ausschau und still. Ich weiß schon, wo wir hin müssen. Aber wir müssen jetzt erstmal dieses Pulverfass irgendwie dahin bringen. Wow!
Und zwar müssen wir das hier irgendwie hoch werfen. Und ja, das explodiert wirklich nach 2 Minuten. Also, wir haben nicht unendlich viel Zeit. So, wer sagt's denn? Nicht weitergehen. Nicht einrollen. So, geht doch. Oh, das wäre nicht mal so ein Weg gewesen, egal. Wir sind trotzdem weiter, oh mein Gott, schnell. Wir müssen jetzt zu dieser Rennstrecke. Da waren wir, glaube ich, schon mal. Oder da wollte ich mal schauen, was es da gibt. Und dann haben wir es gesehen. Aber wir sollten uns jetzt trotzdem beeilen, was nicht so einfach ist als Gerone. Oder allgemein mit so einem riesigen Pulverfass auf dem Kopf. So, wir sind aber bald da. Und ja, das ist nicht sehr weit weg. Also sollte es klappen, auch wenn ich ein bisschen Schiss vor diesen Dreckswölfen habe. Die könnten ziemlich nervig sein. Ich hoffe, ich kann die voll austricksen und vorbeilaufen. Gleich sind die Wölfe da, die kann ich nicht leiden, denn die stinken nach Zwiebelmettwurst. Ah! Lass mich in Ruhe! Okay, mir geht's gut. Da oben kann man schon sehen, da war das Gedöns. Das Gedöns, richtig. Da war das, wo wir hin müssen. Lass mich in Ruhe, du Dreckswolf! Ah! Okay. Oh mein Gott, nein, wir müssen weiterwerfen. Verdammt. Das ist so ein Drecks-Tentatec-Ding. Nicht Tentatec, oder? Tentatec, keine Ahnung. Tentatec erinnert mich jetzt irgendwie an Splatoon. Ha! Wir müssen es bald schaffen. Es aussieht, haben wir genug Zeit. Oder es explodiert mir jetzt gleich hier in der Hand. Es explodiert mir jetzt gleich in der Hand. So, ich bin gerade ein bisschen zu doof zum Reden. So, okay. Wir haben es geschafft. Was wir jetzt machen könnten, was ich aber nicht machen kann, ist es mit dem Pfeil abzuschießen. Aber es müsste eh gleich explodieren. Also verwandeln wir uns einfach mal kurz zurück. Du, da kannst du doch mal explodieren. Wahrscheinlich kann ich mich auch in einen Deku-Scrub verwandeln und einfach abschießen mit meinem Blasen. Aber man sieht schon, gleich explodiert. Ey, explodiert. Ah. Können wir uns darauf mit unserer Fee drauf? Nee, schade, dass wir mit der Fee da nicht drauf gehen könnten. Weil dann würde die voll explodieren. Oh mein Gott. Verdammt, ich hab's falsch gemacht. Ich hätte mich umdrehen sollen. Man darf doch bei einer Explosion nicht zuschauen, Mann. Du hast es geschafft. Ich danke dir. Oh verdammt, jetzt hätte ich Eleni einladen sollen. Ich gehe gleich rein. Ich warte auf dich. Also komm rasch nach. Okay. Ja, man hört bei mir gerade im Hintergrund lachen, glaube ich, nicht zu hören. Ich bin unschuldig. Okay, gut. Damit haben wir das auch geschafft. Du. Die Musik. Du. So, jetzt können wir auch schön wieder zurück. Noch nicht reingehen. Noch nicht reingehen, ja. Sehr wichtig. Ihr wollt ja den ganzen Schrott nicht nochmal machen. Also, ihr könnt ihn natürlich nochmal machen, aber ich würde sagen, es ist, glaube ich, schlauer, den nicht nochmal zu machen, den ganzen Schrott. Wir wollen jetzt nämlich zu diesem Typ hin und ihm sagen, ja, wir haben es gemacht, vielleicht gibt er uns ja was dafür und sagt, hey, jetzt dürft ihr für immer die haben, wenn ihr das Abzeichen habt oder so. Ja, das habe ich mir gerade, das habe ich natürlich gerade geraten, ja. Aber nein, das ist genau das, es wird jetzt genau das passieren, was ich gesagt habe. Oh mein Gott, wer hat es gedacht? Oh, schön dahin. Whoop. Können wir eigentlich da hochklettern mit dem Gerone? Nee, okay. Whoop. Wie böse. So, jetzt aber. Und schön hier runterrollen. Whoop. Hey du! Es sieht so aus, als wärst du erfolgreich gewesen. Jetzt, da ich deine Geschicklichkeit kenne, habe ich kein Problem damit, dir fortan Pulverfässer zu überlassen. Es war nicht richtig von mir, dich einem so gefährlichen Test zu unterziehen. Bitte nimm meine aufrichtige Entschuldigung an. Nein! Du hast ein Pulverfass erhalten! Boah, jetzt haben wir ein richtiges Pulverfass. Vorsicht, die Kraft der Detonation ist nicht zu unterschätzen. Pulverfässer sind hochexplosiv, da kannst du nicht mehr als eines mit dir führen. Triffst du es mit einem Pfeil, wird es sofort explodieren. Sei also äußerst vorsichtig. Ja gut, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ah, das kapiert. Hoffentlich dürfen wir das Pulverfass behalten. Oder ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten uns beeilen, oder? Nee, jetzt gibt es ja ein Problem. Ich glaube, ich muss es alles zweimal machen. Fällt mir gerade auf. Wir müssen ja irgendwie die Ranch abbomben im ersten Tag, glaube ich. Um an Epona zu kommen mit dem Pulverfass.
Aber wir müssen jetzt auch erstmal in den zweiten Tag, um unser cooles neues Schwert zu bekommen. Also, ja, wir müssen jetzt erstmal verschiedene Sachen machen. Aber es wird schon passen. Zur Not mache ich es doppelt. Ihr müsst ja nicht mit anschauen, wie ich die ganzen Scheiß doppelt mache. Da erspare ich euch die Zeit. Weil es ist bestimmt nicht allzu cool mit anzuschauen. Und da war gerade ein Skelettfisch. Also, so lebendig sieht sie nicht aus, wenn hier Skelettfische sind. So, jetzt können wir aber auch hier hoch. Bam, bam, ba, 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 ba. Ding. So, jetzt aber. Jetzt kommen wir zu einem eigentlich... Ich hab's noch nicht gemacht, ich habe aber gehört, es ist echt fies. Dieses Minispiel. Hey, du Kleiner. Ah, Dami, ich hab schon auf dich gewartet. Keiner kann es erwarten, endlich daran teilzunehmen. Du wirst doch dabei sein, oder? Jupp. Du musst. Ich will, dass jeder sieht, wie Dami gewinnt. Geh deine Magie zur Neige, fülle sie mit Hilfe der Magieflasche, die auf der Strecke liegen, wieder auf. Natürlich. Oh Gott, jetzt müssen wir das Minispiel spielen. Es kann sein, dass ich es mindestens 10 Mal brauche, bis ich es schaffe. Ja, die jubeln bestimmt alle mir zu, richtig? Oh. Hups. Okay. Verdammt! Ja, ich muss halt wirklich warten. Aber das Jubeln von den stört voll. Das ist kein Jubeln, das ist... Und? Oh, Super Speed! Wir versuchen natürlich so schnell wie möglich genau die Stacheln zu holen. Und es gibt hier, wenn man einen berührt, erwischt, dann wird er langsamer. Aber es ist auch ziemlich sicher, einfach nur so gut wie möglich bei der Seite zu sein. Was soll das für eine Kombo machen? Leute erwischen und sowas. Wir müssen auch nicht wirklich jedes Mal so ein Magieteil. Wir haben ja unsere Magieverbesserung. Gott, diese bösen Penner da. Nein, ich wollte ihn erwischen. Egal. So, her damit. Okay, wer sagt's denn? Jetzt kommt es erstmal fies. Jetzt kommen die Bäume. Die sind nicht so einfach. Verdammt. Okay, das könnte ein Problem sein. Also das Gute ist, wenn man selbst verkackt und langsamer wird, dann werden die Gegner auch auf einmal langsamer. Also haben wir noch eine Chance. Auch wenn der ganz da hinten ein bisschen nervig ist. So, ich hoffe, wir können jetzt hier voll gut schanzen. Hui! Ich frag mich, ob das überhaupt einen Vorteil gibt. Hey, der glaubt mir einfach mal Magie-Ding. Wow! Habt ihr es gesehen? Stylisch. Alter, das geht mir dem ab. Warum ist er auf einmal so rot geworden und hat mich voll kaputt gemacht? Wie fies. Egal, wir werden das schon noch schaffen, auch wenn die meine Magie-Pots klauen. Solche Säcke. So, wir gehen innen in der Kurve. Wir sehen ja rechts eine Karte. Vielleicht wird's ja noch was. Hör. Mal schauen. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich war leider nur Zweite, glaube ich. Das war gar nicht so einfach. Du bist nur ein wenig aus der Übung, weil der Winter so lang war. In Wahrheit kannst du alle besiegen. Denk daran. Ja, ja. Ja, ich mach nochmal mit. Ja, ja. Oh, der macht sogar meine Magie wieder hin. Zum Glück haben wir einen Fan, Mann. Okay. So, nochmal. Dieses Mal schaffe ich es aber. Ha! Ist ein Superstar. Bevor die Gegner es geschafft haben. Mann, bin ich gut. Oder so. So, dieses Mal werde ich mich von Anfang an hoffentlich ein bisschen besser anstellen. Lass mich in Ruhe, du Fettsack. Was wollte der Typ vor uns haben? Nein! Ich hab verkackt. Egal, jetzt seht man, die Gegner werden auf einmal irgendwie langsamer. So, jetzt aber. Nein! Okay. Jetzt könnte ein Problem sein. Wir haben es ist ziemlich schwer, zu unserer super Schnellform zu kommen. Komm schon, geh hier hoch. Boah, das was explodiert, da fuck. Das ist ja gefährlich. Können wir jetzt mal endlich zu Stacheldings werden? Geht doch. So, jetzt komm schon, wir schaffen es noch. Ich wette, wir schaffen es noch irgendwie. Woo, Super Speed. Ich hoffe, dass das Jumpen hier wirklich ein Vorteil ist. Super. So viel dazu. Ja, das ist sowas von verloren, glaube ich. Diese doofen Säcke nerven aber auch richtig hart. Erwischt. Und erwischt. Nein, nicht weghauen. Erwischt. Komm schon. Den und die holen wir noch einen irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber es wird schon.
Ey, wo kommt der Typ her? Lass mich in Ruhe, du stinkst. So, wir dürfen nicht erwischt werden, wenn wir rot sind. Ach nee, das schaffen wir niemals. Mann. Boom, hoffentlich, Hauptsache am Ende noch den Typ erwischt. So, ich habe ja gesagt, das kann ein bisschen brauchen. Du bist noch weniger, ja, jupp. Ah, Mann, komm schon, dieses Mal schaffen wir es aber. Blip. Hui. So, jetzt, komm schon, Stachel. Fatz. Dieses Mal lassen wir uns nicht so einfach weghauen. So, wenn wir Erste sind, werden wir irgendwie langsamer. Alter, der Typ soll mich in Ruhe lassen. Oh Gott. Oh, das war knapp. Na, den Typ wollte ich gerade erwischen. Leider nicht geklappt. Oh, wir dürfen nicht zu weit weggehen. Boah, das war gerade knapp. Er hat uns fast erwischt, als wir rot waren. Nein, ich wollte schanzen. Egal, dieses Mal schaffen wir es. So, wir sind noch Erste. Jetzt kommen die Bäume. Ja, jetzt kommt der fiese Part. Alter, der ist einfach durchgedingst. So ein Cheater. Oh. Komm schon. Nein, lass mich Ruhe. So, dieses Mal. Das schaffen wir jetzt. Komm schon. Und. Huh. Super Speed. Alter, was soll das? So ein dreckiger Arschkopf. Nein, es wird nichts. Ich gehe gerade auch schon in die andere Richtung. Kann man irgendwie aufgeben? Ich werde hier bestimmt Letzte. Wenn ich das jetzt noch schaffen würde, dann wäre ich ja ein Gott. Oder so. Mann, der hat uns einfach... Wie hat der uns überhaupt so einfach gestoppt? Ey, so ein Schwein. So. Wir wissen, wie der eine Typ bei den Bäumen einfach da durchgegangen ist. Das war bestimmt NPC-Cheaterei. So, du sagst, verpiss dich gleich. Okay. Was machst du jetzt? So, und... Wir dürfen wahrscheinlich niemanden erwischen, wenn wir gerade einen Berg hochgehen. Und. Boom. Ja, du schaffst es. Du wirst nicht Letzter. Juhu, ich werde nicht Letzter. Ich bin so toll. Ey, Alter, wie. Okay. Hey, du. Du bist mein Baba, du bist Beep, Baba, du bist du. Ja, natürlich. Beep, Baba, du bist Baba. Ich höre nur noch Beep, Boop. So, jetzt aber. Dieses Mal schaffen wir es. Wie letztes Mal. Dieses Mal schaffen wir es. Und... Hui! Komm schon, Stacheln! Boom! So, und wenn wir es da nicht schaffen, dann hole ich einfach irgendwie Bombenpfeile raus und hau die Leute kaputt. Fatz! Was für ein Cheater! Was soll... Ich fühle mich verarscht. Warum ist Damani der Typ, der überhaupt nicht richtig rollen kann? Ja, dann haben nicht mal Stacheln. Ich habe Stacheln und ich werde aber weggehauen. So, jetzt aber. Ich hole es wieder ein. Ich mache die Leute kaputt. Ich zerbreche ihren Mut. Oder sowas naht. Oh, ja. Das war nicht gewollt. So, haha. Voll geskillt. Jetzt schon schaffen. Oh, nicht an die Wand. Warte mal, ist der Typ da vorne der Erste? Ah, da. Und? Wuhu! Und? Lass mich Ruhe! Ich hab ihn weggeboxt! So, jetzt kommt gleich einer mit Super Speed hinterhergerast, wahrscheinlich. Voll gecheatet. Aber mal schauen, mal schauen. Ah, komm schon. Nein, das hab ich in Ruhe lassen. Hab ihn weggeboxt. Komm schon. Komm schon. So Cheater, lass mich Ruhe. Nein, ja. Ho. Geschafft. Boom. Das war super. Ich wusste, du bist der schnellste aller Goronen. Ich war mir sicher, dass du gewinnen würdest. Das ist von Papi. Der erste Preis. Ja. Du hast eine Flasche voll Goldschopf erhalten. Ich will genauso sein wie du. Der hat sich gerade komisch angehört. Egal! Wir haben's geschafft! Bam, 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 bam. Und wir holen jetzt unseren Preis. Ja! Und es geht auch ganz einfach. Wir möchten jetzt nur nach zurück hier gehen. Auch wenn diese doofen Tenta-Kack-Penner da sind.
diese doofen, hüpfenden Viecher da. So, und wir wissen ja noch, was er gesagt hat, hoffentlich. Und zwar am nächsten Tag, am Morgen. Darum müssen wir jetzt ganz kurz... Und so, ihr wisst schon. Thema da bla bla bla. Ja, natürlich. Pizza schmeckt so gut, Pizza schmeckt so gut, Pizza schmeckt gut. Nach des ersten Tages. Oh ja. Ja, seid aber noch nicht. Wir müssen es nochmal tun. Ba 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 do ba. Thema bla bla. Los. Los, Link. Du schaffst es. In die Zukunft. Zukunft. Okay. Dämmerung des zweiten Tages etwa 48 Stunden. Kuckuckuck. Oh, yay. So, jetzt aber rüste ich erstmal unsere Hasenhorn aus, weil die sind voll cool. Wow. Und zwar ab zum Haus. Ja. Und vielleicht noch. Ich wollte gerade das Tier abhauen. Kaputt hauen, aber ich habe ja kein Pferd. Schwert. Wow. So, jetzt aber. Bam, bam, bam. Hey, du. Zwar hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig. Ja. Lala. Boah, dein Kukiri-Schwert erfuhr die Kraft von Glut und Stahl. Sein neuer Name soll fortan Elfenschwert sein. Die schimmernde Klinge dieses Schwertes schneidet schärfer als der Eisige und 100-mal kannst du dir blablabla, bevor seine schneidige Kraft wieder erfüllt. Vergiss nicht, dass die Klinge nach 100 Streichen da. Aber pass auf, bringst du mir Goldstaub, bevor dein Schwert seine Schneid einbüßt, schmiede ich dir das stärkste aller Schwerter. Verstehst du? Goldstaub. Uko, 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 uko. Natürlich. Uko, 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 uko. Ein Kunde. Gamora, bring unserem Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. So lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Hey, das ist wohl ein schlechter Scherz. Das Schwert wurde bereits zu einem Elfenschwert geschmiedet. Es sei denn, du willst es noch weiter verstärken. Dazu brauche ich Goldstaub. Hast du denn welchen? Ja, natürlich. Hier ist es. Wenn das kein Goldstaub ist und sogar die feinste Qualität. Selbst wenn ich ihn verwende, wird ein kleines bisschen übrig bleiben. Weil du es bist, werde ich dir nichts berechnen, aber erzähle niemanden davon. Danke für deinen Besuch. Ich mach mich gleich an die Arbeit. Komm morgen früh zurück. Go, go, go. Ha, ha, ha. Ba, 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 ba. Ja, und jetzt werden wir morgen früh zurückkehren. So, wir können auch schon sehen, wir haben jetzt zwei Flaschen. Und man hört immer noch Hintergrundgeräusche. Ich kann dafür nichts, ich bin unschuldig. Boop, boop. Ich weiß, die Folge ist gerade ein bisschen länger. Aber das könnt ihr ja verstehen. Wir holen uns ja ein tolles neues Schwert. Ein tolles neues Schwert. Ein tolles neues Schwert. Ah, ich freue mich jetzt schon. Damit wird das ganze Spiel viel einfacher. Nach des zweiten Tages. Okay, nochmal. Da-da-da. Bla 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 bla. So, war das jetzt genug Zeitreisen, Gedöns? Auch wenn in die Zukunft reisen um einen halben Tag jetzt nicht unbedingt Zeitreise ist, glaube ich. Das ist einfach nur 12 Stunden warten, aber na. Mir egal. Ba, ba, ba. Ich will mein Schwert zurück. Schwert zurück. Du, 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 du. Hey du. Zwar hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt ist es fertig. Yeah! Dein Elfenschwert erfuhr die Macht der ewigen Elemente. Sein neuer Name soll fortan Schmirgelklinge sein. Schmirgelklinge. Durch die Kunst des Schmiedens trennt diese edle Klinge Licht von Schatten. Selbst die Mächte der Finsternis vermögen es nicht, den Geist der Gerechtigkeit aus dem Stahl dieses Schwertes zu vertreiben. Oh, tada, ein stärkeres Schwert. Also dieses wirst du nicht finden. Als dieses. Egal wie oft du es einsetzt, niemals wird es seine Schneid verlieren. Oh, ich habe fast den gesamten Goldstoff verbraucht. Was übrig blieb, habe ich für dich entsorgt. Ugo, 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 Ugo.
Es war mein Goldstaub. Egal. Wir haben jetzt ein super geiles Schwert. Die Schmirgelklinge. So, jetzt hacken wir gleich mal was kaputt. So, und zwar hat die jetzt den doppelten Schaden und eine viel größere Reichweite. Oh ja. Ja, ihr seht schon. Ich bin ein Schwertprofi. Und? Oh. Yeah, unser cooles neues Schwert. So, ich weiß noch nicht ganz, was wir nächstes Mal machen werden. Wahrscheinlich Epona holen. Wir haben jetzt ein so tolles Fass. Ich hoffe, wenn wir die Folge wieder zurückreißen, dass wir das Fass behalten dürfen. Wenn nicht, dann müsste ich den ganzen Schrott hier nochmal machen. Aber davon werdet ihr nichts mehr merken. Ich werde dann in der Nähe von der Ranch sein. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.